Ja, und damit ist ja auch meine lieben Freunde und Zuschauer von Parktop hier bei Teil 2 unseres Phantasialand-Vlogs. Und zwar wollte ich das Ganze jetzt natürlich auch noch in der Nighttime machen. Also da, wo meistens der Vlog schon fast zu Ende ist, beginnen wir heute tatsächlich mit dem Vlog Teil 2 des heutigen Abends hier im Phantasialand. Und ich würde sagen, wir starten unsere Tour. Es ist immer noch am Schneien, es wird immer mehr. Ich bin schon komplett zugeschneit. Ich bin einfach eine Figur, die eingefroren ist. Nee, wir machen jetzt unsere Tour durchs komplette Phantasialand, schauen uns natürlich alle Lichter an, alle Lichter-Shows, die es so gibt. Wir werden uns natürlich auch noch in Mexiko die Show angucken, die Mapping-Show, die wir letztens mal nicht geschafft haben. Aber jetzt möchte ich euch noch tatsächlich mitnehmen zu Rookwalk, denn da gibt es noch Pulse of Rookwalk. Und die Show schauen wir uns jetzt auch mal auf eine andere Perspektive an. Das Ganze werden wir jetzt auch tun. Die Lasershow gibt es also jetzt im Anschluss für euch. Aber ja, die Eröffnungszeremonie hier des Lichts, einfach immer mega schön. Wir gehen rüber zu Rookwalk. Let's snow, let's snow, let's snow, let's snow. I'll keep you warm soon. Und ich würde sagen, der Wintertraum beginnt genau jetzt. Guck mal, diese ganzen Eiszapfen da dran. Mega cool. Und das Ganze jetzt mit dem Schnee gemixt. Einfach unfassbar geil. Aber ja, Pulse of Rookwalk. Jetzt ein paar Highlights. Aber ja, keine Sorge, wir werden uns noch den Themenbereich Berlin im Dunkeln genau anschauen und am Ende des Videos, nach dem Feuerwerk, werden wir das noch tun, weil wie gesagt, wir wollen noch die anderen Themenbereiche checken und noch natürlich die ganzen Shows versuchen mitzunehmen und deswegen können wir jetzt nicht hier die ganze Zeit bleiben, weil es gibt so viel zu schauen hier in diesem Themenbereich, den werden wir uns also wie gesagt am Ende anschauen, nach dem Feuerwerk, werden wir hier noch ein bisschen durchschlendern, wenn die Leute dann auch hier den Park verlassen haben und wir uns so ein bisschen Fläche haben und Luft zum Atmen. Aber ja, das nur mal so nebenbei, falls ihr euch dachtet, wie kann er diesen Themenbereich jetzt einfach überspringen und zum nächsten gehen? Machen wir alles, machen wir alles. Die Strategie unserer Show Pulse of Rookwalk um wenige Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, due to technical difficulties, the start of our show is delayed by a few minutes. We appreciate your understanding. Thank you. Diese Show zu canceln. Wir bedauern dies sehr, bitten die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und hoffen auf Ihr Verständnis. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, unfortunately, technical issues force us to cancel this performance. We deeply regret this situation, apologize for any inconvenience caused, and hope for your understanding. Thank you very much. Ja, ihr habt gerade gehört, die Show wird gecancelt, liegt wahrscheinlich am Schnee. Ich weiß nicht, ob die Laser jetzt zugeschüttet sind mit Schnee, ich denke aber ja weniger. Vielleicht liegt es an der Kälte oder vielleicht will einfach die Grandma nicht oder je nachdem, egal welches Board angeschlossen ist, streikt. Also das kann alles passieren, weil wenn zu kalt ist, Streiktechnik nun mal. Kann an vielen liegen, ist halt so. Man muss es halt hinnehmen, kannst du nichts machen. Aber ja, in dem Sinne haben wir wenigstens jetzt den Themenbereich im Dunkeln. Sieht mega krass atmosphärisch aus. Also wirklich mega nice. Allein der Nebel, der das noch verstärkt, die ganze Atmosphäre. Aber ja, die komplette Beleuchtung ist dann halt dementsprechend ausgefallen, beziehungsweise hinten die Schallschutzwand, es bleibt dunkel. Fly, weiß ich nicht, bleibt auch erstmal geschlossen. Das steht auf jeden Fall vorübergehend geschlossen. Also man hofft wohl auf eine Wiederöffnung, aber ich glaube, das wird heute nicht mehr passieren. Schade eigentlich. Ich hätte mich gefreut, wieder eine Runde mit Fly zu fliegen. Aber gut, in dem Sinne, egal, ich hole mir einfach den neuen Schlüsselanhänger und dann habe ich meine Wiedergutmachung in der Tasche. So, also Pulse of Rookwalk, ich weiß nicht, ob wir später nochmal vorbeischauen. Die zweite Show ist offiziell noch nicht gecancelt, sagen auch die netten Mitarbeiter hier. Also von daher können wir uns später eventuell nochmal hier auf dem Weg machen Richtung Rookwalk und schauen uns das dann genauer an. Ah, herrlich. Einfach mega schön die Atmosphäre hier, muss man einfach mal sagen, mega nice. Rookwalk im Schnee und Nebel eingehüllt, voll nice. Und jetzt sind wir quasi mal wieder im afrikanischen Nebenbereich in Teil 2 unserer Vlog-Reihe aus dem Phantasialand Wintertraum. Mein letzter Besuch dieser Wintersaison.
und es sieht mega cool aus. Vor allem hier mit dem bunter, mit den bunten Lichtern am Baum. Und wie gesagt, immer noch ein krasses Bild hier einfach mit den Palmen, die im Schnee eingehüllt sind. Und hier auch wieder die Devise. Einfach mega krass, was für schöne Fotomotive du heute hier hinkriegst. Finde ich einfach mega. Allein deswegen lohnt es sich schon mal an so einem Tag vorbeizuschauen. Einfach weil es eine mega krasse Kulisse ergibt durch diesen Schnee. Aber mega nice. Wirklich sehr selten, dass es im Kölner Raum auch mal anfängt zu schneien. Und dann das Glück zu haben, in einer der bestthematisiertesten Freizeitparks rumzulaufen. Ich meine, das ist ein Bild zum Beispiel, ne? Das kriegt ein Universal Studios niemals hin im kompletten Park. Ich meine, Schneelandschaften haben sie, das können sie tatsächlich auch im Sommer. Ne? Man siehe den Themenbereich mit Harry Potter, wenn du in Gringotts, oder ist das in Gringotts, weiß ich gar nicht, unterwegs bist, sind die ganzen Dächer zugeschneit. Sieht einfach auch mega authentisch aus. Aber ja, sowas mit echtem Schnee, leider nicht machbar. Sieht mega cool aus. Ja, mega gut. So, natürlich machen wir es auch gleich direkt, weil Talokan nachher ein bisschen früher schließt heute, beziehungsweise immer in der Wintersaison. Ich kenne die aktuellen Gründe nicht, warum die jetzt schon früher schließen mit Talokan. Ich habe echt keinen Schimmer, warum, aber sie machen es. Und deswegen werden wir gleich den obligatorischen, ja, das obligatorische Offride mitnehmen, und zwar im Dunkeln jetzt mal wieder. Haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen, eine Offride-Runde Talokan im Dunkeln. Dann würde ich sagen, stellen wir mal rüber und machen das, bevor die Karre zu hat. Ist ja natürlich dann doof, ne? Schohelito, Schohelito, Raxedum, Rizukate, Rizukate.
jetzt gab es mal wieder die obligatorische Offroad-Runde von Talokan, endlich wieder im Dunkeln. Das ist wieder voll lange her gewesen, als wir das letzte Mal die Fahrt so gesehen haben. Aber ja, ich drehe die Kamera jetzt wieder um, denn es ist einfach unfassbar schön, wie der Park gerade in diesem schönen Licht am Meer und dem Schnee einen geilen Mix ergibt. Und den zeige ich euch jetzt. Alleine hier einmal Chia Pass, auch wenn sie nicht fährt, trotzdem noch beleuchtet. Und er sieht einfach unfassbar schön aus. Passt einfach mega. Ah. Oh, ist es gerade das, was ich denke, was es ist? Tatsächlich, das war die letzte Fahrt. Ich glaube, wir haben gerade mega Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, das passiert immer, wenn Talokan schließt. Es werden quasi die restlichen Gase aus den Schläuchen gelassen. Und ja, das war aktuell wirklich die letzte Fahrt auf Talokan. 18.07 Uhr, also um 18 Uhr schließt dann die Karre. Okay, wir hatten gerade echt mega Glück. Ich wusste gar nicht, dass sie um 18 Uhr schließen, also doch so früh schließen. Ja, und dann haben wir jetzt die letzte Fahrt gesehen von Talokan. Krass, das war jetzt echt Zufall gerade. Mega cool. Ich genieße noch ein bisschen das Feuer hier. Komm, noch einmal, komm. Sehr schön. Guck, ist das nicht ein tolles Motiv? Nee, also ja, das sieht schon mal mega nice aus. Und wir haben jetzt wirklich die allerletzte Runde Talokan für heute gesehen. Und die allerletzte Runde Talokan generell für uns jetzt hier auf dem Parkduck-Kanal in dieser Wintersaison. So. Das ist einfach mega schön, einfach nur hier rumzuschlendern. Ist mir egal. Wie gesagt, nachher, ich muss schauen, ob ich das hingetimed bekomme mit Pulse of Rookburg Teil 2, ob die heute überhaupt stattfindet. Ich werde mich natürlich nochmal schlau machen. Aber ich würde die schon gerne mal aus einer anderen Perspektive sehen. Weil, wie gesagt, bis jetzt habe ich sie nur einmal gesehen. Und zwar direkt frontal vorm Uhrwerk. Aber diesmal wollte ich es mir halt da anschauen, wo ich gerade stand vorhin. Genau, lass mal runtergehen hier, komm. Natürlich jetzt auch aufpassen, dass man hier nicht frontal mit dem Gesicht quasi die Treppenformation einsammelt. Auch gut gesagt. Nee, aber es ist gerade wirklich sehr atmosphärisch, vor allen Dingen, weil hier keine Leute sind und man einfach hier nur den Schnee unter den Schuhen spürt und hört. Und die schöne Beleuchtung und natürlich die Atmosphäre. Aber hier fehlt der Soundtrack. Heißt also, wenn Chia Pass zu hat, dass hier auch kein Soundtrack läuft. Oder verstehe ich das falsch? Weiß ich nicht. Und auf jeden Fall haben wir hier in dem Tunnel keine Beleuchtung. Hier haben wir jetzt ein bisschen Hollywood-Tour-Vibes. Würde ich mal so behaupten. Oh ja, hier fehlt es auf jeden Fall an Licht. Aber es ist doch schon sehr atmosphärisch. Was definitiv. Oh, hier ist eine Pflanze gewesen. Und jetzt zieht euch das mal rein hier. Mega. Und hier muss ich natürlich auch direkt wieder mein Handy zücken und mal ein Bild schießen. Das ist einfach unbezahlbar schön, diese Motive hier einzufangen. Das ist mega. Vor allen Dingen, weil auch der Schnee so ein bisschen mehr Beleuchtung ins Dunkle bringt, ne, weil er ja weiß ist, ne? Man weiß es ja, das reflektiert dann so ein bisschen und dadurch sind dann auch die Themenobjekte heller, als sie eigentlich sind. Und auch da mit Mystery Castle im Hintergrund, Alter, das ist schon Premium hier, muss man einfach mal sagen. Es ist umso trauriger, dass es die Jahreskarte halt nicht mehr gibt, um das dann zum Beispiel morgen nochmal genießen zu können. Es ist wirklich schade. Aber ich bin immer noch sehr zuversichtlich, dass wir irgendwann das Glück haben werden, dass sie wieder zurückkommt. Und dann es so ist, als wäre nichts gewesen.
Mann. Geiles Motiv. Oh. Junge, Junge, das muss man mal sagen. Ja, und auch hier, Chiapas wird heute nichts mehr, glaube ich. Ne? Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr drüber debattieren. Aber was auf jeden Fall sein wird, ist ein cooles Bild. So, kriegen wir auch hin, wunderbar. Aber ja, ansonsten müssen wir schauen, was wir als nächstes machen. Ich muss mir halt, wie gesagt, die Wartezeit, Showzeit mal angucken, welche wir denn jetzt besuchen werden. Auf jeden Fall ist es natürlich so, dass ich Pulse of Rootbook sehen möchte und hier Tempo de Fuego und ein paar Highlights mit dem Feuer. Die komplette Show brauche ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, das würde ich mir schon gerne mal angucken. Ansonsten können wir kurz mal rübergehen zum Mystery-Bereich bzw. Force Mystery Castle und uns da so ein bisschen die Mapping-Show anzuschauen. Das können wir natürlich machen und gleichzeitig mal durch das mysteriöse und ich hoffe sehr vernebelte Klugheim laufen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Hier in dem Vlog Teil 2 vom Wintertraumbesuch, meinem letzten für dieses Jahr. Okay, es gibt eine kleine Planänderung. Ich gehe erst nachher Richtung Mystery, denn wir haben gleich 18.30 Uhr. Da findet die zweite Show Pulse of Rootbook statt. Noch ist sie in der App offiziell als angemeldet. Also es findet statt. Aber wie das Ganze sein wird, sehen wir uns jetzt gleich an, ob die stattfinden wird oder nicht. Ich versuche jetzt meinen alten Platz zu bekommen und wünsche mir Glück, dass sie stattfindet. Und wenn nicht, naja, dann, wie gesagt, schlendern wir wieder schnell zurück Richtung Mystery. So, gewohnte Stelle, jetzt schauen wir mal. Aber es könnte vielleicht gut aussehen, weil jetzt haben wir wenigstens auch die Beleuchtung an, hinten bei dem Schallschutz, bei der Schallschutzwand. Die leuchtet auch und generell ist der Themenbereich jetzt mehr erleuchtet als vorhin. Das also sieht schon mal gut aus, aber ob wir jetzt die Lasershow haben werden, ja, das steht noch in den Sternen. Wir schauen mal. Bin gespannt. Ich bleibe auf jeden Fall hier stehen. Es sind noch 7 Minuten bis zur Show. Ich habe mich auf den Geburtstag vorgeschlagen.
und bin direkt an der nächsten Show kleben geblieben. Und zwar hier gibt es eine weitere Show mit ganz vielen Wasserfontänen. Ja, hier ein kleines Highlight-Video. Way! So, jetzt haben wir es endlich geschafft, und zwar hier zum Themenbereich Mystery zu kommen, beziehungsweise Klugheim, und schauen uns das Ganze jetzt auch mal in der Nighttime an. Danach gehen wir wieder zurück. Ich bin heute sehr sportlich unterwegs, um uns dann natürlich die Show Tiempo de Fuego im Highlight anzuschauen, also als Highlight-Video, nicht die komplette Show. Genau, und jetzt erstmal, wie gesagt, Klugheim für euch. Leider ohne Daron dazu. Kannst nicht alles haben. Ich meine, look at this. Es ist Nacht. Ne? Ich wollte es nur sagen, es ist komplette Nacht. Es sieht aus, als hätten wir jetzt so früh am Morgen. Weißt du, es fängt langsam an, hell zu werden. Das Huhn ist schon am Gackeln und sagt Guten Morgen. Nee, das ist tatsächlich mega krass. Und das meinte ich, der Schnee macht halt die Umgebung nochmal viel heller. Und das ist auf jeden Fall mega schön gemacht mit Mystery Cars im Hintergrund. Ein Wintermärchen. Wahnsinn. Wie atmosphärisch das einmal ist, ja. Aber ja, da Taron ja nicht fährt, hat man es auch nicht nötig, dann den Nebel hier zu aktivieren, was ich sehr schade finde. Weil das wäre es noch, Freunde, wenn man das noch sehen könnte. Aber der Tunnel bleibt leider ungenebelt. Aber gut, dafür haben wir einen wirklich sehr schönen, ja, verschneiten Themenbereich. Das ist einfach so unfassbar schön. Und das Beste, Leute, guckt. Niemand, hier ist einfach niemand. Ah, okay, ein paar. Wirklich. Unfassbar schön. Jetzt stehen fast an allen Treppen Mitarbeiter und die warnen dich, dass es sehr rutschig ist. Ich weiß nicht, warum man dich da einfach gestreut hat. Aber gut. Und ja, das sieht schon mal sehr cool aus. Vor allen Dingen jetzt hier auch mit Mystery Castle im Hintergrund. Das ist wirklich ein sehr geiles Bild. Und wisst ihr was? Das werden wir jetzt auch direkt tun. Und zwar ein Bild schießen, das ist ja logisch. Oh, jetzt ist aber das Ding weg. Schade. Aber das sieht eh trotzdem episch aus. Mega! In diesem sehr verschneiten Dorf hier gerade. Gut, dann nutze ich diese Treppe auch mal nicht, bevor hier noch irgendwas Böses passiert. Aber ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen hoch hier. Mal gucken, von wo ich Tiempo de Fuego schaue. Vielleicht schauen wir es mal von der Brücke aus. Habe ich auch noch nie wirklich gemacht. So. Hey. Boah. Das könnte ich vielleicht tun. Ja, aber ansonsten hier, wie gesagt, Klugheim eingeschneit. Jetzt auch mit der Beleuchtung da hinten. Das schauen wir uns auch mal natürlich genauer an. Oh je. Die sind echt sehr rutschig, die Treppen. Boah. Eieiei. Wow. Das sieht schön aus hier, Freunde. Mega. Eieiei. Voll schön. Voll schön. Dazu jetzt auch nichts mehr sagen, wie unfassbar gut das aussieht. Oh ja, dann gehe ich jetzt mal so langsam Richtung Zuschauerbrücke zwischen Klugheim und Mexiko und mal gucken, ob ich da noch einen freien Platz ergattern kann für Tiempo de Fuego, und dann schauen wir uns das Ganze natürlich an. Für euch dann ein paar Highlights jetzt im Anschluss. Ein Wintermärchen. Ja, ich hätte es mir fast denken können. Der Rang ist voll.
Ich kann hier leider nichts mehr ergattern, aber wie gesagt, wir schauen uns noch mal unten um. Vielleicht kriege ich da auch noch ein Plätzchen. Aber ich denke, das sollte gar kein Problem sein. Also, ich schaue unten mal. Hui. Marathon heute, echt. Ein paar Highlights für euch, und zwar von Tiempo de Fuego inklusive der kompletten Feuersequenz. Und ja, jetzt gehen wir noch mal
oder in diesem Vlog zum ersten Mal in den Chinatown-Themenbereich. Erstmal durch Mexiko und schauen uns da. Es soll wohl neue Drachen geben, die wir uns anschauen könnten. Und danach gehen wir direkt straight rüber, und zwar nach Berlin. Und dort gibt es natürlich dann auch das Abschlussfeuerwerk für den heutigen Tag. Und das Ganze schauen wir uns natürlich auch an, hier am Ende des Videos. Und dann gibt es noch für euch den Themenbereich Berlin in seiner tollen Lichterpracht. Und dann sind wir auch fertig für heute. So schnell kann es gehen. So schnell verfliegt die Zeit hier bei Parktube. Tja, noch länger kann ich nicht machen. Das sieht schön aus. Maria, wenn du da ausrutschst, dann schließt dir alles. Einfach hier, das hier, als Themenobjekt. Mega schön. Oben so ein bisschen Beleuchtung. Schon sieht das Ganze schön aus. Hier auch so ein paar Beleuchtungselemente, die man einfach hier, die Felsen bestrahlen lässt. Schön. Alles neue Beleuchtung. Sieht auf jeden Fall sehr farbenfroh aus und kräftiger. Und ja, Colorado hat auch geschlossen. Ich glaube, das war dann zu viel, weil ich habe schon während der Fahrt heute Morgen gemerkt, dass, dass die Reibräder durchdrehen. Das heißt, da ist kein Grip, weil es nass ist. Und das hat eben Colorado immer das Problem, wenn es halt regnet. Darf es nicht fahren, weil er den Hügel nicht hochkommt, Leute. Das ist blöd. Und ja, es ist einfach viel zu nass mittlerweile. Deswegen hat auch Colorado dicht. Taron den ganzen Tag geschlossen. Fly auch. Schade eigentlich, hätte ich gern mitgenommen. Aber gut, man kann nicht alles haben. So. Aber auch hier wieder schön beleuchtet. Hier hat die Beleuchtung damals immer gefehlt. Jetzt ist sie da und Andy ist glücklich. So, aber jetzt betreten wir natürlich Chinatown. Begrüßen uns immer mit seinen Lampignons hier oben. So, ich lasse die Kamera mal laufen, damit ihr euch auch so ein bisschen fühlt, als wärt ihr gerade mit mir hier im Phantasialand unterwegs. Und die Abendatmosphäre zu genießen. Und ich glaube, Chinatown wird mit dem Schnee jetzt mega krass aussehen, weil eben die Dächer so schön aussehen und eine schöne Form besitzen. Und man sieht das schon hier mit Schnee. Sieht das einfach mega cool aus. Gehen wir mal hier lang. Aber wie gesagt, dieses Update mit dem Bildschirm hier im Park finde ich eine mega gute Idee. War eine sehr geile Investition, weil wie gesagt, die Wartezeitenbildschirme an den Attraktionen selber haben nie wirklich funktioniert, haben auch nie gestimmt. Und das war natürlich auch ein bisschen doof dem Kunden gegenüber. Und Alter, sieht das gerade mega schön aus. Muss ich einfach mal gerade sagen. So mega. Da hätten wir dann wohl die neuen Drachen. Aber ja, ich schlender mal hier schön durch den Bereich. Dann schauen wir uns mal die Drachen an. Und da hätten wir das Exemplar.
leuchtet wegen der Mapping-Show an der Seite. Aber sieht trotzdem sehr spooky aus, muss man mal sagen. Aber was auch spooky ist, ist der Weg jetzt hier runter. Ihr kennt ihn, er ist sehr steil und er ist heute auch sehr rutschig. Oh je, ich versuch's. Oh Gott. Der Mitarbeiter, der vor mir losgegangen ist, der ist schon dreimal ausgerutscht. Aber ich halte mich schon ganz gut. Oh. Das kriegen wir noch gebacken. Ha, ich bin Profi. Sieh mal an, ich bin unten. So, das Ganze werde ich jetzt weitermachen, bis wir dann angekommen sind. Aber natürlich off-camera. Ich muss halt versuchen, nicht hinzufallen. Das wäre ganz lieb. Ja, also wir sehen uns dann gleich bei der Magic Symphony. Ich wünsche euch dann viel Spaß bei den Highlights vom Feuerwerk. Cut.
Make a wish. Ja, mit diesen schönen Lichtern und der schönen Musik im Hintergrund von der Lichterparade damals aus vergangenen Tagen des Phantasialandes. Also ja, ist ein offizieller Song vom Phantasialand, fürs Phantasialand, whatever. Auf jeden Fall mega schön. Und wir schauen uns jetzt so ein bisschen die Beleuchtung an. Mein Akku ist bald tot. Ist der dritte heute und auch der letzte. Weil ich habe, wie gesagt, den Vlog Teil 1, den habe ich abgefilmt. Den findet ihr auch natürlich hier auf dem Kanal. Falls ihr den nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Danach gab es ja noch das Video-Update zu Avoras, dem neuen Kletterparadies hier im Phantasialand im Themenbereich Fantasy. Und außerdem gab es noch oder gibt es ein Video demnächst, oder es gab den schon, ich weiß es halt nicht, zum Thema alle Shops im Phantasialand bzw. alle Merchandising-Shops. Das also dazu. Und ja, jetzt laufen wir noch schön hier die Main Street entlang, um dann letztendlich den Vlog Teil 2 hier zu beenden. Den Vlog aus dem nächtlichen Phantasialand mit der schönen Beleuchtung. Und wie gesagt, heute on top gab es noch Schnee, und zwar nicht zu wenig. Sieht tatsächlich so aus wie damals beim Wintertraum, so ein bisschen, weil es, wie gesagt, an jeder Ecke Kunstschnee gab, falls es keinen echten gab. Aber damals hat es auch tatsächlich etwas mehr geschneit als in den letzten Jahren. Und ja, aber es freut mich auf jeden Fall mega, dass wir jetzt hier Schnee haben zum Wintertraum. Und auch hier, wie gesagt, die Beleuchtung einfach unfassbar schön. Sieht mega nice aus. Es sind so viele Lichter, dass der Kopf in dem Moment nicht klarkommt. Aber ich hoffe, die Kamera fängt das gut ein. Und ich hoffe, ihr hattet auch schöne Bilder jetzt vom Abschluss Feuerwerk. Fand ich auf jeden Fall wieder mega schön. Ist einfach eines der geilsten Feuerwerke, die ich so kenne. Und Hand aufs Herz, auch wenn es mein Lieblingsfreizeitpark ist, also Europapark in Rust, leider kriegen die es nicht besser hin als das Phantasialand, so ein Feuerwerk auf die Beine zu stellen. Ich meine, die haben auch ab und zu mal Feuerwerk, zum Beispiel, ne, für das Sommerfest, wo der Park dann bis Mitternacht geöffnet hat. Aber dieses Feuerwerk kannst du in keinster Weise hiermit vergleichen. Einfach mega krass, was das Phantasialand jedes Mal so für Winter auf die Beine stellt. Ist halt die Hauptsaison des Ganzen. Und genau, so wie der Moviepark die Halloween-Season hat, hat das Phantasialand eben den Wintertraum. Mega cool. Zieht euch diesen Blick mal rein. Mega schön. Ja, und in diesem Sinne, Freunde, sind wir auch fertig mit dem zweiten Teil der Vlogging-Reihe hier aus dem Phantasialand Wintertraum. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Meine Füße sind eingefroren. Der Akku möchte einfach nicht mehr. Und wie gesagt, gleich werden hier eh die Lichter ausgeknipst. Von daher knipse ich jetzt schon mal die Kamera aus. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben einiges gesehen. Ich hoffe, ich habe den kompletten Park jetzt im Dunkeln zeigen können. Eigentlich habe ich jeden Themenbereich gezeigt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einen vergessen. Kann sein, dass ich Fantasy vergessen habe. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das wär's, meine lieben Freunde. Und ja, was soll ich sagen? Hiermit ist dann offiziell die Wintersaison, glaube ich, auf dem Kanal vorbei. Und wir sehen uns dann bald wieder ja, zur offiziellen Sommersaison-Eröffnung. Der nächste Park wird dann in dem Sinne Europapark sein. Aber es kann sein, dass wir auch zwischendurch mal andere Aktivitäten haben. Von daher, das auf jeden Fall für euch. So, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lächeln, winken nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder in dem nächsten Video. Vielleicht aus dem Park, vielleicht aber auch was anderes. Harry Potter, das Museum wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Also das interaktive Museum. Das schauen wir uns das Ganze auch nochmal an in einem Vlog. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon raus ist oder nicht. Aber da kann ich euch schon mal spoilern, falls diese Info noch nicht draußen war. Also, lächeln, winken. Lächeln und winken nicht vergessen. Die Hirnzellen sind eingefroren. Die Mütze ist auch komplett nass und kalt. Deswegen muss ich jetzt abschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.